Thank you.
Thank you.
Servus und willkommen zu einer neuen Folge von GT New Horizon. Ja, es wurde etwas länger. Ich weiß jetzt nicht, ob ich da eine Sonderfolge draus mache oder ob ich es jetzt davor geschnitten habe mit dem Speed-Update. Habt ihr jetzt bestimmt schon gesehen? Ich weiß es noch nicht. Ich weiß nämlich mal sozusagen 1,5 Stunden lang meinen. Wenn man sich das anschaut, ich habe hier auch mal kurz umgebaut. Hopper drunter gesetzt, Kiste drunter gepflanzt, dann den Kompressor da weggeschmissen, dass ich seitlich hinkomme. Braucht man mal neues Melder nicht, weil der fristet zu viel Dampf. Und dann kann der jetzt nämlich schön brav arbeiten. Gerade läuft auch Kupfer durch, dass wir noch Zinn kriegen sollten. Und wir wollen ja jetzt definitiv Schmelze arbeiten und an dem Make Z2, also die Ambosse. So, das heißt jetzt Ground Basaltic. Das ist, glaube ich, den, wo ich komplett reinhauen kann. Jawohl. Jetzt hoffe ich mal, dass meine Öfen durch sind. Jawohl. Einen Vorteil bzw. Nachteil hat man. Mein Kabel, mein Ding ist fast voll. Und mein Greased Oil wird jetzt auch weniger. Das heißt, ich muss jetzt dann da auch mal demnächst anfangen, mir schon mal zu überlegen, wo ich das überhaupt hinbauen will, außer dass ich es tausendmal provisorisch umbaue. So, dann tun wir dich auch gleich wieder raus. Mit 5 Eimern ist es doch viel angenehmer. Ich habe ja jetzt noch ein bisschen Luft da draußen oder Dampf. Das heißt, wir schmeißen mal in den Kompressor. Mir fällt gerade so auf, das wird nicht reichen. So, 36. Und die Schrauben kommen auch raus. Die kommen auch erstmal hier in die kleine Kiste rein. Alles feinsäuberlich aufräumen. So, wir haben schon mal zwei. Ach, was mache ich denn? Ich brauche doch sechs. Mache ich. Passt. Bin mal gespannt, wann mir das Holz dann ausgeht. Ja, wobei ich habe ja jetzt das kleine Feld da unten schon am Laufen. So, wie schaut es da aus? Du kannst einfach arbeiten, das ist sehr schön. Du bist bei 63%. Wie gesagt, wenn ich jetzt dann die Schmelze haben sollte und ich dann meinen neuen Kopf dann drauf habe, dann sind wir schon mal glücklich. So, 42 Eisen. Das erste Eisen, was jetzt auf jeden Fall erstmal drauf gehen muss, ist, dass ich meine Picke repariere. Ich habe nämlich das komplette Eisen, was ich hatte, mal komplett durchgebraten. So, wir brauchen ja für den Amboss, ich brauche 10 Blöcke. 10 Blöcke sind 90? 90 Ingots, darum auch fleißig beim Eisenschmelzen. Aber den kann ich die ganze Zeit immer nebenbei ein wenig laufen lassen. Dann habe ich mich doch ein wenig verzählt.
So, das letzte Kupfer läuft durch. Ich glaube, das Kupfer ist das, was ich ganz normal durch. Nein, falsch. Okay. War das Karl Copyright, was ich durch. Da gucken. Da gucken, ja. Ja, das ist im Moment. Ja, momentan ist beides wichtig. Nee. Ich hätte jetzt gesagt. Kommst dahin. Brauchen Eisen, 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 Eisen. Und wenn es sein muss, muss ich halt das nochmal hämmern. Mir egal. Aber wir haben ja da auch, glaube ich, noch ein bisschen Kupfer bekommen. Das heißt jetzt für mich, wir haben jetzt hier das fertig. Das sind schon mal die sechs. Na, gib ihm. Dann schmeißen wir uns mal wieder auf den Boden. Machen Runde schlafen. Okay, so. Was ich jetzt auf jeden Fall brauche, ist, genau, ich habe jetzt die Bücher. Die Bücher müssten hier in der kleinen Kiste drin sein. Ich brauche jetzt mal drei Stück. Beziehungsweise wir holen uns erst jetzt mal das. Da kriege ich ja alle. Ich habe jetzt noch mehr Eimer, das ist super. Das heißt, es wird jetzt gleich viel angenehmer mit der. Mit dem Grout machen. So, dann kommst du jetzt dahin. Da habe ich jetzt einen Bookshelf. Dann klären wir uns das auch. Können wir uns gleich mal dieses Brötchen Brot reinpfeifen. Haben wir jetzt da auch mal wieder die Leiste gut aufgeholt. So, und jetzt brauchen wir den Working Table. Das heißt, ich brauche jetzt vier Eisenschrauben, ich brauche eine Kiste, eine Crafting Table. Ich habe die vier Eisenschrauben noch aufgehoben. Ich brauche einen Crafting Table. Auch kein Problem. Machen wir hier. Kiste ist noch ein kleines Problem. Ups. Danke. So, kommst du halt. Nein. Aber den, da muss ich mir auf jeden Fall speichern, weil den werde ich noch sehr oft brauchen. Das heißt, Säge? Okay. Die vier Schrauben. Säge und Schraubendreher. Ich habe ein Worktable. Dieser Worktable ist jetzt wichtig. Deswegen baute Drake keine Schmelze, weil er dieses Ding haben wollte. Wichtiges Teil. So, wir haben unser erstes Rough Iron. Hervorragend. Aber das macht jetzt erst Sinn, wenn wir den Forge Hammer haben. So, und jetzt brauche ich davon zwei Stacks. Davon zwei Sticks. Ich räume mich weg und ich brauche noch den Clay Dust. So, dann gehen wir mal jetzt dahin, wo ich gesagt hätte, wo als erstes das Wasser weg muss. Ich bin hier. Ich habe hier noch einen kleinen Tümpel. Ich habe hier mein Wasser, dann nehme ich das größere.
Das heißt, wir werden jetzt auf jeden Fall genügend Ground machen oder Groot. Damit wir unsere Schmelze bauen können, weil wir brauchen auf jeden Fall jetzt halt dann Eis, also Picke. Schaufel lasse ich erstmal auf Eisen. So, Glut haben wir drin. Das heißt, ich kann jetzt schon mal hingehen. Gravel reinschmeißen, Sand reinschmeißen, Clay reinschmeißen. Und jetzt gehe ich hin, einmal rein und zack. Es ist, da klicke ich mich nicht tot. Finde ich viel angenehmer. Kommst du mal dahin? Wir haben jetzt schon mal 1,5 Stacks. Ganz ehrlich, ist mir egal, das Clay ist weg. So, wofür brauche ich überhaupt? Ach halt, da oben haben wir noch was. Das claimen wir uns mal. Aber wenn ich das nämlich vergesse zu claimen, ein Mortar aus Stahl. Nein, ich nehme einen Rolling Pin, da kann ich nämlich noch viel mehr herstellen. Und das Ding ist aus Alu? Jawohl. So, dann brauchen wir jetzt trotzdem Multiblock. 162. Bis jetzt habe ich 116. Okay. Habe ich jetzt noch irgendwo hier Wasser? Ja, in der Richtung. Hier oben. Erst alle kleinen Tümpel austrocknen, bevor ich mich an den nächsten größeren rangehe. Besten ist es das blaue. Ja, ist es. Okay. Dann hätte ich gesagt, oh, ich sehe da. Ich sehe da gerade einen schönen Baum. Wieso habe ich den vorher nie hier gesehen? Habe ich zwei Saiblinge bekommen. Aus so einem kleinen Ding. Und ich habe welche, der ist dreimal so groß und ja, nee. Nicht. 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 Nur wundern. So, das heißt, da hinten haben wir jetzt noch. Das ist jetzt ein separater, jawohl. Und wenn ich mein nächstes richtig viel Eisen habe, dann geht es dann definitiv los. Weil dann wird nämlich der Regentank oder der Wassertank gebaut. So, und schauen wir mal. Und hat es gereicht? Jawohl. Perfekt. Ich habe Gott sei Dank schon, glaube ich, ein Glas. Ich hoffe, dass es das reicht. Ich gehe eigentlich, also in die fertige Schmelze kommen dann drei Tanks rein.
designtechnisch. Ich weiß gar nicht, ob die miteinander funktionieren. Auf jeden Fall kommt da noch mal ein Eimer Wasser rein. So, und dann nehme ich da jetzt mal ein bisschen was mit. Und die nehme ich mit. Hoffe ich mal, dass mein Eisen durch ist. So, dann haben wir hier Schokokuchen. Hier habe ich mein Sticky Resin. Dann habe ich mein nächstes Werkzeug. Und das andere habe ich bestimmt draußen. So, schauen wir mal. Ich muss jetzt machen, was? Das ist halt alles optional, aber trotzdem. 162. Sehr gut. Und jetzt haben wir da auch 162. Habe ich zwar dann erstmal 124. Aber es läuft auf jeden Fall schon mal. Da ist der letzte Eimer. Also ich finde es halt viel einfacher mit dem Ding. Ist aber auch nicht auf meinen Mist gewachsen. Habe ich auch gesehen. So, es ist dunkel. Schlafen. Und wir gucken mal, wie es hier so ausschaut. Dampf ist eigentlich gut da. Wir haben schon 7 Stück. Mal 8 läuft, 9 und 10 ist drin. Perfekt. So, dann brauche ich jetzt gleich. Ah, machen wir uns zuerst den Ofen. Und ich bin mal so frei, ne? Brauche hier momentan sowieso nicht. Erst wenn die ganzen Bricks durch sind. Das heißt, ich schmeiß hier mal Ofen Nummer 5 auch noch mit an. Und ich habe noch genügend Flint einstecken. Jawohl, habe ich. Ja, und eine Kohle noch holen. Dann haben wir das auch noch am Laufen. So, für den. Ja, da brauche ich diesen Tree Tap. Der, wo mich total nervt. Optional wäre eine Lösung. Auch kein Mensch. So, was wir auf jeden Fall brauchen, ist da oben ein Ausfluss. Wir haben die drei. Das heißt, der Kompressor ist jetzt eigentlich soweit durch. Dann heißt es jetzt für mich, wir brauchen jetzt den Forge Hammer.
Brauche ich noch Eisenplatten, zwei Stück, beziehungsweise vier? Ich das gerade richtig gesehen? Ich brauch ernsthaft. Brauche, ich will keinen Stil. Ja, wieder. Brauche noch zwei Eisenschrauben. Also insgesamt vier. Ja, und das haben wir erst, wenn wir in LV sind, dann sind wir so weit, dass wir das reduzieren. So. Dann heißt es jetzt, wir brauchen 2-mal Amboss. Jawohl, er hat's erkannt. Dass wir ihn jetzt nicht erkannt hätten, ne? Das wäre jetzt was gewesen. Kann ich die Coins noch aufräumen? Ja. Und ich auch. Ich merke schon, ich muss da jetzt dann mal Platz schaffen, dass ich da weitermachen kann. So, dann brauchen wir jetzt für den Forge Hammer 6 Pipes. Die habe ich nicht. Heißt, ich brauche jetzt erstmal davon 8. Habe 5, ne? Egal. Das ist doch alles harmlos. Ich weiß noch, wie ich früher wäre ich ausgeflippt, da wäre ich, hätte ich alles Mögliche gemacht. Jetzt, ja, geht mal halt mal eine Stunde minern. Alles gut. So. Bis dahin. Hammer, Hammer, Hammer nicht. Also. Bronzehall. So, und jetzt haben wir den Steam Forge Hammer. Und der Forge Hammer ist jetzt richtig Fortschritt. Ich habe meinen Rent vergessen. So, der ist auch bald durch. Und wir haben ja was gelernt. Immer ein Werkzeug da. Denn jetzt haben wir einen riesen Vorteil. Ja, aber ich muss erst mal Steam wieder gewinnen. Der hat ein bisschen was geschluckt. Du hast noch 5000 Stück drin. Dann hätte ich gesagt, machen wir mal den da. Oh, sehr schön, ich krieg 6 Eisen. Reißt's raus. So, da oben haben wir den. Das heißt jetzt, wir sind jetzt auf dem Weg. Dann habe ich meinen Ofen. So. Dann schaffen wir beides in einem vernünftigen Zeitrahmen, hätte ich gesagt. Multiblock Goals, wir müssen dahin. So, das heißt jetzt, ich brauche Serious Dawn brauche ich auf jeden Fall auch noch.
So, Serial Stone sind 360 Millibuckets. 360 Millibuckets. Das heißt, 20 Steine. Gut. So, dann fangen wir mal oben an. Und zwar, wir brauchen als erstes mal den Controller. Nein, wir brauchen 28 Serial Bricks. Und ich vermute, ich gehe jetzt wieder zum Wasser. Ja. Moment, bevor ich zum Wasser renne. Ich brauche den Ofen, habe ich dabei. Ah, okay, ich brauche kein Wasser. Kein Wasser, brauche Wasser. Schaut euch das an. Der kostet mich 5, ne? Der braucht 5. Braucht er 2. Ja, weil ich ja den nehme. Ach nee, den brauche ich 2. Das heißt, da brauche ich 2, 4, 6, 7. Säge mitnehmen. Ich mache das ja nicht. Mache nicht die teuren Sachen, wenn ich schon andere Sachen vorher habe. So, und dann brauche ich, also davon brauche ich 4. Oder, nee, ich brauche jetzt 28. Sehr schön. Wir laufen wieder zum Wasser. Bin gerade hier. Habe ich hier noch irgendwo einen kleinen Tümpel? Ich hätte da vorne noch einen. Da gehe ich lieber zu dem. Da räume ich lieber den da vorne weg. Muss ich ja halt nur aufpassen, nicht, dass ich zu viel verschwende, dass ich auf einmal nicht mehr mein Zeug machen kann. So, wir gehen wieder zu dem kleinen Tümpel dahinter. Schön an einem Ei vorbeigeschlendert. Da kriegt der, du hast doch ein Ei am Wandern, komplett neue Bedeutung. Ist doch auch schön. So, also, das heißt jetzt dann, das war jetzt, glaube ich, war das jetzt so? Nee, oder? Doch, natürlich. Aber ich kann auf jeden Fall das Wasser rausnehmen. Weißes Wasser kann ich sowieso oben brauchen. Okay, also, ich brauche jetzt von diesen schönen Blöcken 28 Stück. Das heißt, ich brauche jetzt noch mal genau 7 Eimer. Wir schauen noch mal. 28. Warum, dass der schon gesagt hat, er hat schon welche gesehen, obwohl ich sie noch nicht alle hatte? Auch leicht fraglich. So, dann kommst du dahin. Du kommst dahin. Wo ist jetzt mein Ofen? Nicht dabei, oder was? Der ist woanders rausgefallen. Ich krieg die Tür nicht zu. Aber den Tank kriegen wir noch. Ich hoffe, dass ich jetzt kein Wasser. Halt. Wenn ich schon da bin. 1, 2, 3, 4, 5. Sechs. Sieben.
Danke. Ist der Ofen bestimmt wieder oben drauf gefallen. Bin zwar gehüpft, aber der streckt dir mit die Finger nicht aus. Der lässt die immer am Körper, weiß nicht warum. Der hüpft denn so rum. So, Inventar ist auf jeden Fall voll. Wenn ich den umsetzen soll, den, nee, dann warte ich auf jeden Fall, bis der soweit ist. Bin ja nicht irre. So, dann gehen wir mal hinter. Doch schön. So, also das war jetzt dann das. Und die waren hier. So, das heißt, wir haben den Controller und wir haben das. Wieso laufe ich eigentlich immer da raus? So, jetzt brauchen wir von dem da drei. Eins, zwei, drei. Brauche ich dich und die Frau Säge. Dann haben wir die nächsten zwei. Dann brauchen wir den Drain. Davon brauche ich jetzt zwei. Haben wir auch. Und das nächste, was wir noch brauchen, ist. Ach nee, den Tisch kriege ich nicht. Ich kriege jetzt erstmal das Basseng. So, Schmelze stellen wir natürlich nach draußen. Erstmal irgendwie hier hin. Also wenn es nach mir geht, wäre das die optimale Größe. So, dann kommst du dahin, du kommst dahin. Bei Trains rein, der Controller. Kommst weg, der Tank. So, wir haben noch neune. Habe ich noch einen. Gut, muss erstmal reichen. So, jetzt habe ich sechs Stück. Das heißt, wir brauchen jetzt 20 Steine. Moment. Und zwar. Quest nochmal anschauen. Sirit. Ach, das wird nicht gehen. Compressed. Das geht leider nur im Assembler. Ja. So, wir brauchen 20 Stück. Ja. Greg, du bist der Held. Ja, mein Problem ist jetzt, ich brauche natürlich. Jetzt brauche ich natürlich noch aus dem Bereich hier die Handschuhe. Das heißt, ich brauche Wufen Cutten, ich brauche sechs Leder. Das ist mir nichts, wenn ich eine Schmelze habe, die wo ich nicht benutzen kann.
Dann schauen wir mal. Wie viele Strings habe ich? 9. Das wäre es jetzt, wenn es jetzt nicht klappt. So, 6 Stück haben wir davon. Wie viel Leder habe ich? Viel zu wenig.